Heute bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema, Gott hat die besten Lösungen. Was tun, wenn die Wut sie übermannt? Wenn der Ärger über Unrecht sie umtreibt? Bobby Schuller zeigt die richtige Lösung aus Gottes Wort und dem Leben mit Jesus. Wie können Sie mit Geduld und Ruhe herausfordernde Situationen meistern? Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienst, der ermutigt, verbindet und berührt. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir werden froh und glücklich sein. Willkommen. Meine Mädels sind heute unterwegs, also sind nur wir Jungs hier. Hannah ist mit Haven, ihrer Mutter und meiner Nichte in einem schönen Hotel und feiert ihren Geburtstag nach. Sie haben Spaß und entspannen am Pool. Wahrscheinlich sehen sie online zu. Ihr schaut doch online zu, oder? Ja, ganz sicher. Hundertprozentig. Heute sind nur wir beide hier. Und wir freuen uns, mein Sohn Cohen und ich, Sie in der Kirche willkommen zu heißen. Egal, ob Sie zum ersten oder zum millionsten Mal hier sind, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Vater, wir danken dir sehr für deine Güte und deinen Heiligen Geist und dein Leben. Wir beten Gott, dass du uns heute hilfst, mit deinen Augen zu sehen. Hilf uns heute, neue Energie zu haben, eine neue Vision für unseren Arbeitsplatz, für unsere Familien, für unsere Freundschaften, für unser Leben mit dir. Wir sind dankbar für Jesus und in seinem Namen beten wir. Und das ganze Volk Gottes sagt Amen. Begrüßen Sie Ihre Nachbarn herzlich mit den Worten, Gott liebt Sie und ich auch.
Als Vorbereitung auf die Predigt von Bobby hören Sie die Verse aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht züngeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert, Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen. Das ist die wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Das ist das Wort unseres Herrn. Amanda Pittman ist Rednerin, Autorin und Gründerin der Confident Woman Company, die glaubensbasierte Inhalte für Frauen anbietet, damit diese ein christuszentriertes und selbstbewusstes Leben führen können. Sie veranstaltet nicht nur Erholungstage und veröffentlicht Podcasts, sondern stellt auch inspirierende Inhalte auf YouTube ein. Sie beschäftigt sich sehr mit der Frage, wie man in einer Welt, in der man sich wegen sozialen Drucks unsicher fühlen kann, mutig mit Jesus Christus leben kann. Bitte begrüßen Sie Amanda Pittman. Amanda, hi, willkommen. Hallo, Pastor Bobby. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Ich weiß, dass viele Menschen Ihren Podcast lieben und auch vieles von dem, was Sie auf YouTube und an anderen Stellen machen. Aber für die, die Sie nicht kennen, erzählen Sie uns etwas über Ihre Geschichte und Ihren Glaubensweg. Ja, ich lebe mit meinem Mann und meinen beiden Kindern in Texas und ich bin in einem christlichen Haushalt aufgewachsen. Ich hatte als Kind eine enge Beziehung zu Jesus und verstand Erlösung, aber ich verstand nicht Identität. Ich glaube, genau da lag das Problem. Ich habe meine Identität in Jesus Christus nicht verstanden und so habe ich meine Identität in vielen anderen Dingen gelegt, die ich tat. Ich legte meine Identität in Beziehungen, ich legte meine Identität in meine Leistung. Ich habe Musik studiert, um eine professionelle Flötistin zu werden und ich habe einen Großteil meines Wertes und meiner Identität in meine Leistung gelegt, als es um sie ging. Und ich stellte fest, dass ich mich umso unsicherer fühlte, je mehr ich versuchte, Wert und Bedeutung an diesen Stellen zu finden. Erst als ich mich völlig von Gott entfernte und er mich zu sich zurückholte und ich lernte, wie ich mein Vertrauen auf ihn setzen konnte, änderte sich alles. Das ein bisschen aus meinem Leben. Ich habe jetzt Selbstvertrauen gefunden, das mir nicht mehr genommen werden kann und das jede Umgebung übersteigt. Das bringt mich dazu, das mit anderen zu teilen, weil es mein Leben wirklich verändert hat. Man hört viele Berichte von Menschen, die Gott nie kennengelernt hatten, in Drogen und solche Dinge abgerutscht sind und dann zum Glauben gekommen sind. Aber es gibt auch Berichte von Menschen, die als überzeugte Christen aufgewachsen sind, dann irgendwie weggegangen und dann später zurückgekommen sind. Ich denke, dass das eine Ermutigung für Ehepartner ist. Vielleicht hat man das Gefühl, dass der Ehepartner den Glauben verlässt oder man hat ein Kind, das sich vom Glauben entfernt. Ich glaube, das ist etwas, das passiert. Das ist wie bei einem Gummiband. Wenn man Jesus gekannt hat, dann spürt man, je weiter man geht, eine Spannung, dass man nach Hause kommen will. Und das Gebet bringt sie zurück. Ich finde es großartig, dass Sie gesagt haben, Sie hätten Erlösung verstanden, aber nicht Identität. Sagen Sie mir, welche Art von Identität Sie gefunden haben, als Sie diesen Teil Ihrer Erlösung richtig entdeckt haben. Ich liebe diese Frage sehr, weil ich lange Zeit geglaubt habe, dass Identität etwas ist, das man erst entdecken muss. Wenn wir in Jesus Christus sind, sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist gekommen. Und wenn wir glauben, dass das etwas ist, das wir noch entdecken müssen, anstatt dass es bereits feststeht, werden wir uns an die Welt wenden, um zu versuchen, uns zu definieren. Ich selbst habe mich von der Welt definieren lassen, anstatt von der Bibel. Wenn ich aber in die Bibel schaue, dann erkenne ich, dass ich zu einer königlichen Priesterschaft und zu einem heiligen Volk gehöre. Gott identifiziert mich nicht mehr über meine Sünde, sondern als die Gerechtigkeit von Jesus Christus. Er identifiziert mich nicht als ein Kind des Feindes, sondern als sein eigenes Kind.
Das ist die Identität, die Jesus uns gegeben hat. Und ich glaube, das war der größte Unterschied für mich, als ich das verstanden habe. Sie ist nicht etwas, das ich noch suchen muss, sondern etwas, das ich bereits habe. Und ich muss sie annehmen und darin bleiben. Viele denken, dass sie diese Identität bekommen, wenn sie genügend gute Dinge tun. Sie denken, okay, ich tue das und ich benehme mich gut, mein moralisches Zeugnis als Christ ist eine 2-, und jetzt bekomme ich eine Identität als Christ. Das ist aber das Gegenteil davon, oder? Richtig, es geht um eine Veränderung der Geisteshaltung. Man strebt nicht mehr danach, sich einen guten Platz bei Gott zu verdienen, sondern man lebt aus einem guten Platz bei Gott heraus. Es geht darum, aus einer Identität heraus zu leben, anstatt zu leben, um sich seine Identität zu verdienen. Und das macht einen großen Unterschied. Wie kann man das wirklich verinnerlichen? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen heute, vor allem junge Menschen, etwas bewirken wollen. Wir wollen das Gefühl haben, dass wir etwas bewirken. Wir wollen einen Abdruck in der Geschichte hinterlassen. Wir wollen ein Träumer sein. Und oft ist unsere Identität darin verwickelt. Widersprechen sich diese Dinge und wie kann man sie unter einen Hut bringen? Wissen Sie, was ich meine? Welchen Rat würden Sie jungen Leuten geben, um zu verinnerlichen, dass sie von Gott geliebt sind, egal ob man gewinnt oder verliert? Ich denke, es ist wichtig, dass wir den Unterschied zwischen unserer Identität, unserer Berufung und unserer Bestimmung herausarbeiten. In Epheser 2 heißt es, dass wir Gottes Meisterstück sind und dass wir in Jesus Christus geschaffen wurden, um gute Werke zu tun, die er vor langer Zeit für uns geplant hat. Gott möchte, dass Sie ein Tatmensch sind. Gott möchte, dass Sie in den Dingen, zu denen er Sie berufen hat, erfolgreich sind. Trotzdem ist Ihre gottgegebene Berufung, Ihre göttliche Bestimmung, die Gott für Sie hat, nicht dasselbe wie Ihre Identität in ihm. Egal, was Sie tun, Sie sind sein. Es gibt nichts, was Sie tun können, damit er Sie mehr liebt. Und es gibt nichts, was Sie tun könnten, damit er Sie weniger liebt. Sie sind einfach nur geliebt. Und ich glaube, wenn wir unsere Identität unabhängig von unserer Bestimmung verstehen, dann können wir zulassen, dass diese Identität unsere Bestimmung antreibt, anstatt zu versuchen, Identität durch unsere Bestimmung zu finden. Alles, was daraus entstehen kann, ist echte Nähe mit dem Herrn. Je mehr man von ihm erfährt und in ihm verwurzelt ist, desto genauer sieht man sich selbst und desto genauer sieht man ihn. Eine andere Sache ist, dass Gott ein guter Hirte ist, wenn man sich auf seine Stimme verlässt. Er wacht über seine Kinder. Oft laufen wir Gott weg und dann wundern wir uns, warum wir in der Gefahr sind, in der wir uns befinden. Genau das habe ich in meinem Leben erlebt. Ich bin vorausgelaufen. Ich habe mich außerhalb des Willens Gottes bewegt mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, und dann wurde ich verletzt. Ich würde sagen, stellen Sie Ihr Ohr auf die Stimme des guten Hirten ein, denn er wird Ihr Tempo bestimmen und Sie wollen sich im Tempo der Gnade bewegen. Sie werden die Zeit haben, die er Ihnen zugesteht, um Ihre Bestimmung auf der Erde zu erfüllen. Aber Sie können das nur tun, wenn Sie eng verbunden mit ihm leben. Amen. Ich liebe das Tempo der Gnade. Vielen Dank, dass Sie sich mit der Frage beschäftigen, wie man seine Identität in Gott findet und mutig mit Jesus Christus lebt. Amanda, vielen Dank, dass Sie hier waren. Wir schätzen Ihre Arbeit. Busted hearts, this is for the question marks, this is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back, sing it for the broken past, sing it for the just found out, life is now upside down.
Nochmal herzlich willkommen. Bitte stehen Sie auf, wir sprechen gemeinsam das Bekenntnis. Strecken Sie Ihre Hände so aus, als Zeichen, dass Sie vom Herrn empfangen. Wir sprechen gemeinsam: Ich bin nicht, was ich tue. Ich bin nicht, was ich habe. Ich bin nicht, was andere über mich sagen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das ist es, was ich bin. Niemand kann mir das nehmen. Ich brauche mich nicht zu sorgen. Ich muss nicht hetzen. Ich kann meinem Freund Jesus vertrauen und seine Liebe mit meinem Nächsten teilen. Amen. Ich bin auch kein alter Mann, aber ich bin auch kein junger Mann mehr. Ich bin 41. Was macht das aus mir? Ich bin über den Berg. Eines der Dinge, die ich in meinen 41 Jahren auf der Erde gelernt habe, indem ich Dinge auf die Art der Welt und auf Gottes Art versucht habe, ist: Gottes Lösungen sind besser. Immer. Sie brauchen nur Zeit. Gottes Lösungen sind immer zu Ihrem Vorteil. Und Gottes Lösungen sind besser als die Lösungen der Welt. Wir werden uns heute ein Beispiel dafür ansehen. Aber zunächst ist es wichtig, dass wir verstehen, dass das, was die Welt über Moral sagt, und eigentlich auch das, was die meisten Religionen über Moral sagen, lautet: Mach die Dinge richtig und wir lassen dich herein. Und wenn du sie besonders gut machst, dann geben wir dir einen Platz am Tisch. Aber das Christentum in seiner richtigen Form sagt das nicht. Es sagt das Gegenteil davon. Es sagt: Vertraue auf Jesus. Und zwar so, wie du bist. Sündig, gebrochen, verkorkst, abhängig, unruhig und umhergetrieben mit all deinen Ängsten und Unsicherheiten und mit all dem. Komm ins Haus Gottes und setz dich an den Tisch und wir zeigen dir, was du tun sollst. Vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie vom ersten Tag an so liebt, wie Sie sind, nicht wie Sie sein sollten, und richten Sie Ihr ganzes Leben danach aus. Das ist das Evangelium. Das Evangelium sagt, dass ich gerechtfertigt bin, weil Jesus Christus sein Leben für mich hingegeben hat. Ein Weg, das Wort gerechtfertigt zu hören, ist so, als hätte man es nie getan. Als hätten Sie es nie getan. Und wer von uns hat nicht etwas in seinem Leben, von dem wir wünschen, wir hätten es nie getan? Wir alle haben Dinge, die uns peinlich sind, über die wir uns Sorgen machen. Gott ist für Sie. Er lädt Sie ein, hereinzukommen. Heute möchte ich Sie schon zu Beginn einfach nur bitten, eine Entscheidung zu treffen, Ihr Leben Jesus Christus zu geben. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, in Ihrem Herzen eine Entscheidung zu treffen, vor Gott zu kommen und Jesus zu bitten, in Ihr Herz zu kommen. Und Ihr Leben wird nie mehr dasselbe sein. Und wenn Sie sterben, werden Sie wissen, wohin Sie gehen werden. Nicht, weil Sie perfekt waren, sondern weil Sie auf Jesus Christus vertraut haben. Wenn Sie diese Entscheidung heute treffen, oder vielleicht haben Sie sie gerade getroffen, dann melden Sie sich gerne bei Hour of Power per E-Mail, Brief oder Telefon. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und beten gerne für Sie. Gottes Lösungen sind besser als die Lösungen der Welt. Gottes Lösungen sind gut für alle Probleme, die wir in der Welt haben. Und es gibt viele Gründe, warum sie gut sind, aber einer der Hauptgründe ist, dass Gott die Zeit auf seiner Seite hat. Wann immer Sie Ihr Leben mit Gott gestalten, ist die Zeit auch auf Ihrer Seite. Sicherlich fühlt es sich nicht so an, wenn wir älter werden und Dinge nicht mehr so gut laufen und wir mit Veränderungen konfrontiert sind, die uns nicht gefallen. Aber wenn Sie Gott dienen und mit ihm leben, ist die Zeit auf Ihrer Seite. Ich weiß, dass Sie alle hier vor Ort genauso große Fans von dem Supermarkt Trader Joe's sind wie ich. Trader Joe's hat eine neapolitanische Pizza, die man für $4,29 kaufen kann. Sie ist tiefgefroren. Ich mache das immer so, dass ich von diesen tiefgefrorenen Pizzen etwa 10 Stück kaufe und sie in das Gefrierfach vom Kühlschrank lege, den wir in unserer Garage stehen haben. Der ist für den ganzen Männerkram. Ich lege diese Pizzen in das Gefrierfach und wenn ich abends Hunger habe und eine schnelle Mahlzeit brauche, gehe ich und öffne eine Schachtel, auf der echte neapolitanische Pizza steht und von der behauptet wird, sie sei in Italien hergestellt worden. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich öffne sie, nehme ein Messer, entferne die Plastikfolie und nehme sie heraus, während kleine, knusprige, tiefgefrorene Käsestücke auf die Ablage fallen. Dann schiebe ich sie in den Ofen und siehe da, nach 10 Minuten, das ist ziemlich schnell, habe ich eine frische neapolitanische Pizza aus Italien. Das Innere ist manchmal ein bisschen teigig. Wenn man sich mit der Zeit vertut, ist manchmal eine Seite verbrannt und die andere noch etwas gefroren. Man weiß nicht warum. Ist denn nicht überall im Ofen die gleiche Temperatur? Ich glaube nicht.
Viele Leute haben während der Corona-Pandemie viele verschiedene Dinge getan. Einige haben neue Hobbys entwickelt. Einige von ihnen stehen jetzt auf Sauerteigbrot, das habe ich schon gehört. Aber ein guter Freund von mir hat angefangen, echte neapolitanische Pizzen zu machen. Ich war vor kurzem bei ihm zu Hause und wir kamen ins Gespräch und ich erzählte ihm von meinem guten Angebot, das man bei Trader Joe's für $4.29 bekommen kann, eine tiefgekühlte neapolitanische Pizza. Und er sagte, Bobby, das ist doch keine neapolitanische Pizza, ich bin Experte. Willst du, dass ich dir eine Pizza mache? Worauf ich sagte, warum nicht, klingt gut. Er holte die Zutaten heraus, das Mehl und all die anderen Sachen und während er mit mir sprach, machte er seinen Teig, knetete ihn, rollte ihn aus und legte ihn in eine Schüssel. Dann sagte ich, alles klar, bereit für den Ofen? Er meinte, nein, nein, wir müssen ihn noch gehen lassen. Oh, meine Tiefkühlpizza geht nicht auf, ich schiebe sie einfach rein. Jedenfalls ließ er den Teig gehen und wartete eine Stunde, legte ein kleines Handtuch darüber, stellte ihn in den Ofen, die Stunde verging, sein Wecker klingelte, er sagte, okay, gut. Er ging hin und holte den Teig, der jetzt doppelt so groß war. Er legte den Teig auf der Arbeitsplatte aus und schnitt ihn in 4 Teile. Ich sagte, sind wir jetzt fertig? Er sagte, nein, nein, das ist nicht nur eine Pizza, das sind 4. Er schnitt den Teig also in 4 Stücke, rollte sie zu 4 Kugeln, legte sie auf ein Blech und schob sie zurück in den Ofen. Ich fragte, was denn jetzt los? Er sagte, Bobby ist noch nicht fertig, er muss noch weiter aufgehen. Richtig, also mussten wir noch eine Stunde warten. 2 Stunden vergehen und ich hatte den Käse noch nicht mal gesehen. Er machte so eine große Sache draus. Als die 2 Stunden vorbei waren, zog er diese kleine Nummer hier ab. Dieser Teig ist für dich. Er machte viel Wind darum, dass er kein Nudelholz benutzte. Er benutzte seine Hände, streckte den Teig mit den Fingern und drückte ihn bis an den Rand. Dann goss er eine wunderbare Soße darüber, die er am Abend zuvor gemacht hatte, mit viel Knoblauch. Er meinte, wir lieben es, unser Essen mit Knoblauch zu würzen. Dann legte er frischen Mozzarella darauf, den er geschnitten hatte. Ich dachte, Mozzarella sei immer in Fetzen in einer Tüte, aber er meinte, nein, nein, so ist Mozzarella. Man schneidet ihn und es werden Scheiben draus. Und er verteilte diese Scheiben überall auf der Pizza. Draußen hatte er einen Ofen, der mit echtem Holz befeuert wird. Er hatte das Holz schon angezündet, alles war voller Asche und Rauch kam heraus. Und dann hatte er ein großes, schildkrötenpanzerartiges Ding mit einem Rohr dran. Er nahm einen großen Stock, ungefähr 1 Meter lang, zusammen mit diesem großen Ding und nahm das Teil, ich weiß nicht einmal genau, ob er es auf den Boden legte und wirbelte es im Ofen herum. Das ging schnell, es dauerte etwa 1,5 Minuten. Als er es wieder rausholte, qualmte es. Er benutzte nicht so einen runden Pizzaschneider, er hatte ein großes Teil, das aussah wie ein Schwert mit 2 Griffen. Es machte Klang, Klang, Klang. Dann hatte er das beste Olivenöl rundherum verteilt, ist in seinen Garten gegangen und hat italienisches Basilikum gepflückt. Er legte frisches italienisches Basilikum auf die Pizza und servierte sie mir dann. Ich nahm einen Bissen und dachte, wow, wow, ist das gut. Haben Sie jetzt Hunger? Haben Sie jetzt Hunger? Es ist fast Mittag. Er sagte zu mir, Bobby, das ist eine neapolitanische Pizza. Das ist das einzig Wahre. Das ist eine echte Pizza. Aber der Unterschied zwischen meiner Pizza und seiner Pizza ist, dass seine Pizza Zeit braucht. Sie braucht sehr viel Zeit. Sie braucht 3 Stunden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte nicht 3 Stunden warten, wenn ich hungrig bin und eine Pizza essen will. Oder etwa doch? Will ich das? Ich weiß nicht. Wie ich in meinem Leben gelernt habe, ist Gott nun einmal so. Gott macht keine Tiefkühlpizzen, das ist nicht seine Art. Er mag es, die guten Dinge zu tun. Er möchte ihr Leben zu dem machen, was es wirklich sein sollte, und das geht nicht schnell. Wenn Sie in den Händen eines Meisters sind, gibt es nichts Tiefgefrorenes. Es gibt keine Mikrowellen. Es heißt, dass alles Essen, was man ohne Feuer erhitzt, vom Teufel ist. So steht es in der Bibel. Ein Scherz, tut es nicht. Nein, das ist ein Scherz. Ich dachte, Sie wüssten das. Manchmal muss man das klarstellen. Freunde, Sie müssen Ihre Bibel lesen. Was sich dadurch in meinem Verständnis von Gott entwickelt hat, ist einfach ein absolutes Vertrauen in Gott und sein Timing und in seinen Weg. Wenn man die Dinge auf Gottes Art und Weise tut, wird es besser laufen. Vielleicht haben Sie den Namen Warren Buffett schon einmal gehört. Man nennt ihn das Orakel von Omaha. Er ist 100 Milliarden Dollar schwer. Das ist eine Menge Geld. 1 Million Dollar ist schon eine Menge Geld, wenn man 1 Million Dollar mit 100.000 multipliziert.
100.000 Millionen erhält man 100 Milliarden. So viel Geld hat Warren Buffett. Zu meiner Zeit war ich immer von Leuten umgeben, die an Computern sitzen, alles terminieren und verkaufen und Calls und Puts und all dieses Zeug machen. Warren Buffett macht Folgendes. Er schaut sich eine Reihe von Unternehmen an und wenn er eines findet, das ein gutes Geschäft zu einem fairen Preis ist, kauft er es und vergisst es wieder. Junge, ihm geht es gut damit. Er nennt das, sich auf den Hintern setzen und investieren. Er sagt zwar nicht Hintern, aber was er sagt, können wir in einer Kirche nicht sagen. Auf dem Hintern sitzen und investieren. Man kauft ein gutes Unternehmen, da steckt die Arbeit drin. Und dann lässt man einfach die Zeit auf seiner Seite. Man macht sich keine Gedanken über steigende und fallende Märkte. Man kümmert sich nicht um Diagramme. Man schaut sich einfach ein Unternehmen an und wenn es ein gutes Geschäft ist, gehört es einem. Wissen Sie, was ich an Warren Buffett Seltsames entdeckt habe? Was glauben Sie, wie reich dieser Mann, der 100 Milliarden Dollar schwer ist, an seinem 60. Geburtstag war? Weiß es jemand? An seinem 60. Geburtstag hat er investiert. Er hatte Berkshire Hathaway mit 26 gegründet. An seinem 60. Geburtstag besaß er 10 Millionen Dollar. Das ist eine Menge Geld, aber ich schätze, dass es hier im Raum mindestens 5 Leute gibt, die auch ein Nettovermögen von 10 Millionen Dollar haben. Vielleicht sogar mehr. Wir sind in Irvine, seien wir ehrlich. 10 Millionen sind ein Vermögen, aber ein kleines. Was würde man meinen, was die meisten Männer an ihrem 60. Geburtstag mit 10 Millionen Dollar machen würden? Ein bisschen von diesem hier. Ein bisschen von jenem. Richtig? Warren Buffett dagegen hat einfach immer dasselbe gemacht und ist jetzt 100 Milliarden Dollar schwer. Was ist passiert? Ich sage Ihnen, was passiert ist. Er wurde neulich 92 Jahre alt. Er ist nicht nur ein guter Investor, er ist alt. Er ist alt, das stimmt. Als die meisten Menschen in den Ruhestand gingen, investierte er noch 32 Jahre lang in Zinseszinsen auf 10 Millionen Dollar. Warren Buffett schaut in den Spiegel und sagt, die Zeit ist auf meiner Seite. Die Zeit ist auf meiner Seite. Und wenn Sie sagen, ich möchte 92 Jahre alt werden wie Warren Buffett, was soll ich tun? Nun ganz einfach, essen Sie, was er isst. Cola Light und McDonald's. Ich weiß auch nicht, machen Sie das nicht. Aber bei ihm klappt es. Irene, bei ihm klappt es. Ich glaube, alle lachen jetzt, weil Irene McDonald's mag. Ich glaube, dass die Dinge im Reich Gottes in diesem Sinne genau so sind. Dass man sie einfach auf Gottes Art und Weise tut und sie gehen aufwärts und abwärts. Es kommen Stürme, es kommen sonnige Tage. Aber wenn man die Dinge auf Gottes Art tut, dann ist das ein guter Rat für ein gutes Leben. Das ist ein wirklich guter Rat. Und mit der Zeit kann man auf die Bibel und auf die Art und Weise von Jesus vertrauen. Aber dazu muss man sie kennen. Das bringt mich zur wichtigsten Frage von heute. Was tue ich, wenn ich wütend bin? Oder was tue ich, wenn jemand anderes wütend auf mich ist? Wie reagiere ich? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ist das nicht eine gute Frage, über die man nachdenken sollte, wenn man nicht wütend ist? Was mache ich, wenn es mal so weit ist? Sicherlich ist es nicht gut, sich diese Frage zu stellen, wenn man schon wütend ist. Denn dann könnte man auf die Idee kommen, jemandem eine Ohrfeige zu geben. Jakobus gibt uns die Antwort. Liebe Brüder und Schwestern, sagt er, denkt daran. Seid sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Das ist eine gute Philosophie. Herr, hilf uns so zu sein. Schnell zuhören, langsam reden und langsam zornig werden. Glauben Sie, dass ein Mensch, der das tut, ein glücklicher oder ein unglücklicher Mensch ist? Was meinen Sie? Ich würde sagen glücklich. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Wenn wir hier von Schuld lesen, denken wir uns, Moment, was ist das? Was ist das in diesem Kontext, wenn wir gründlich hinschauen? Schuld meint hier einen Wutausbruch. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er in euch gepflanzt hat. Sie kann euch retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht.
Ganz anders ist es dagegen mit dem, der sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz beschäftigt. Eine andere Möglichkeit, das zu lesen, ist der vollkommene Weg, die Richtlinien. Das Gesetz, das uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Die Bibel sagt, dass Gottes Lösungen besser sind als die Lösungen der Welt. Wenn Sie mit Kirche aufgewachsen sind, haben Sie gehört, dass man das Wort Gottes tun und nicht nur hören soll. Aber vielleicht wussten Sie nicht, dass tun in diesem Kontext bedeutet, dass man langsam reden und schnell zuhören soll. Wer will das schon? Das ist nicht das, was die Welt uns beibringt. Was tun wir, wenn wir wütend sind? Eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Was tun wir, wenn jemand anderes auf uns wütend ist? Noch eine gute Frage. Wir wissen ja, was die Welt sagen würde. Alle Heldengeschichten dieser Welt drehen sich in der Regel um eine Botschaft. Schlag zu. Steh auf. Protestiere. Kämpfe. Wenn niemand zuhört, dann macht Druck. Wenn das nicht funktioniert, schlag zu. Wenn Schlagen nichts bringt, schießt man. Erstaunlich, wie viel Hollywood darüber redet, dass Waffengewalt etwas Schlimmes ist und gleichzeitig Filme über Waffengewalt dreht. Ist das die richtige Art zu reagieren, wenn man wütend ist? Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass es zu Jesu Zeiten eine Gruppe gab, die man Zeloten nannte und die frei von der römischen Herrschaft sein wollte. Sie wollten frei von Rom sein. Und ihre Wut war berechtigt. Hier ist etwas, das Sie sich notieren können. Alle wütenden Menschen fühlen sich im Recht. Jeder, der wütend ist, hat in seinen Augen eine berechtigte Wut. Jeder einzelne Mensch, der sich über etwas ärgert, hat das Gefühl, dass seine Wut berechtigt ist. Das nächste Mal, wenn Sie Ihr bester Freund, Ihre Mutter oder Ihr Vater, Ihr Ehepartner oder sogar Ihr Feind, vor allem aber Ihr Ehepartner anschreit, fragen Sie ihn, ob seine Wut berechtigt ist. Ja, Ihre Wut ist berechtigt, zumindest fühlen Sie sich so. Jeder denkt, dass sein Zorn berechtigt ist. Sie sagen vielleicht, berechtigter Zorn ist doch in Ordnung. Nun zeigen Sie mir eine Wut, die nicht berechtigt ist. Zeigen Sie mir jemanden, der wütend ist, aber sagen würde, ich bin zwar wütend, aber es ist überhaupt nicht in Ordnung. Das ist sehr selten. Vielleicht gibt es das. Vielleicht haben Sie das schon gesehen. Ich habe es gesehen, aber ich habe auch schon Wunder gesehen. Jesus sieht die Zeloten und ihr Zorn ist berechtigt. Sie sind von den Römern besetzt, die Despoten sind. Die Römer sind brutal, sie erheben Steuern, sie sind ungerecht. Sie stehen für all die Dinge, die wir in unserer modernen Welt nicht mögen. Und die Zeloten sagen, wir müssen uns erheben und diese Leute vertreiben. Und was sagt Jesus dazu? Er weint über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem. Warum? Er hat die prophetische Erkenntnis, dass sie, obwohl sie im Recht sind, alle zerstört und in die Knechtschaft geführt werden. Er sieht den Fall von Jerusalem voraus. Er sieht die Zerstörung des Tempels. Denn das ist es, was Zorn und Zuschlagen mit sich bringen. Das ist es, was der Weg der Welt einem gibt. Er gibt einem Tiefkühlpizza. Tiefkühlpizza, das ist zwar Essen, aber kein Gutes. Selbst wenn man gewinnt, ist es nicht gut. Das ist es, was die Zeloten bekommen haben. Sie haben Jerusalem für eine kurze Zeit, aber dann wurden sie völlig zerstört. Waren sie im Recht? Auf jeden Fall. Waren sie die Guten? Hundertprozentig. Aber sie haben es nicht auf die Weise von Jesus getan. Sie haben nicht gelernt, dass Gottes Wege besser sind. Wir leben in einer Welt, in der jeder glaubt, er wüsste den richtigen Weg, Dinge zu tun. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon so viele Proteste gesehen, dass ich Proteste satt habe. Jeder macht das. Es ist die neue, coole Sache. Ich habe in den letzten Jahren Proteste gegen Impfstoffe und Masken, gegen die Polizei, gegen den Präsidenten, für die Umwelt gesehen. Ich habe sogar Proteste gesehen, weil jemand wollte, dass der McRib wieder bei McDonald's eingeführt wird. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag den McRib genauso wie jeder andere. Ich liebe all die guten Dinge in der Welt. Aber ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Sind wir dann besser dran mit all den Protesten, die wir hatten und all dem Geschrei und all den wütenden Beschimpfungen und all dem Werfen von Dingen und dem Kaputtschlagen von Dingen,
all den Texten, die online geschrieben wurden? Funktioniert der Weg der Welt denn? Haben Sie bekommen, was Sie wollten? Oder war es bestenfalls eine Tiefkühlpizza? Ich finde, das Buch Farm der Tiere sollte Pflichtlektüre an allen amerikanischen Schulen sein. George Orwell kämpfte auf der Seite, die er für gut hielt. Die Sozialisten gegen die Faschisten. Hey, wenn man gegen Faschisten kämpft, sind sogar Sozialisten gut, oder? Aber oh Mann, er fand heraus, dass alle schlecht waren. Als er Farm der Tiere schrieb, handelte es sich um eine Geschichte über Tiere, die die Farm übernehmen und den Bauern rausschmeißen, indem sie ständig schreien, Vierbeiner gut, Zweibeiner schlecht, Vierbeiner gut. Jedes Mal, wenn eine Stimme der Vernunft oder jemand aus ihrem Team Bedenken über die Schweine anmelden will, die langsam an die Macht kommen, oder mit der Art und Weise, wie die Menschen behandelt werden, fangen sie einfach an, sie niederzubrüllen. Vierbeiner gut, Zweibeiner schlecht. Natürlich ist der Höhepunkt der Geschichte, dass die Schweine schließlich die Macht auf dem Bauernhof übernehmen und die Worte in Zweibeiner gut, Vierbeiner schlecht ändern. Und wenn man nicht mitmacht, kommt man in große Schwierigkeiten. Alles, was ich in einem wütenden Mob höre, egal ob links oder rechts und sogar in der Mitte, egal wo, sogar bei den McRib-Leuten ist alles, was ich höre, Dummheit. Dummheit von der Art, die Menschen wehtut. Vierbeiner gut, Zweibeiner schlecht, Zweibeiner gut, Vierbeiner schlecht. Wen interessiert's schon? Solange wir in der schreienden Gruppe sind, ich bin der Held. Oh, okay, vielen Dank. Man sieht also, die Menschen in Kuba haben protestiert und haben bekommen, was sie wollten. Die Menschen in Venezuela haben protestiert und haben bekommen, was sie wollten. Die Russen und die Nordkoreaner und andere Leute, als sie protestierten, bekamen sie zwar Macht, aber sie bekamen auch Unfreiheit. Das heißt nicht, dass sie vorher nicht gelitten haben oder dass sie nicht das Richtige wollten, aber Gottes Wege sind besser. Es gibt Paare, die sich gegenseitig beschimpfen und doch behaupten, dass sie sich lieben, dass sie sich in einer Beziehung aneinander binden und beschützen und niemals gegeneinander sein würden. Sie brüllen sich die verletzendsten, gemeinsten Dinge zu. Sie nennen sich in der Öffentlichkeit immer noch die Liebe meines Lebens, aber sie schreien sich weiterhin abwertend, herabsetzend und beleidigend an. Sie haben bekommen, was sie wollten. Sie haben sich Luft gemacht. Endlich habe ich ihr gesagt, was ich denke. Endlich habe ich ihm gesagt, wie es ist, mit so einem Trottel verheiratet zu sein. Oder was für ein Faulpelz er ist oder sie. Und andere Sachen. Und was haben sie davon? Eine tote Ehe, eine tote Familie. Vor kurzem ging ein Mann in einen Smoothie-Laden. Man konnte es bei TikTok sehen, es ging viral. Er bestellte einen Erdnussbutter-Smoothie und warf ihn auf ein paar Kinder und auf Mindestlohnarbeiter. Er schrie rassistische Verunglimpfungen, schreckliche Dinge. Es ist alles auf Videos zu sehen. Ganz sicher war seine Wut nicht berechtigt. Sicher war er nur ein Psychopath, oder? Nun, die andere Seite der Geschichte ist aber, dass er einen Sohn hat, der allergisch auf Erdnüsse ist. Er hatte den Laden gebeten, keine Erdnussbutter in den Smoothie zu machen. Und als sie dem Sohn einen Smoothie gaben, der ihn fast umbrachte, drehte der Mann durch. War er im Recht? Nein. Aber war er in seiner Vorstellung im Recht? Ja, das war er. Es gibt einen besseren Weg, und das ist der liebevolle Weg, sogar seine Feinde zu lieben, indem man langsam redet und schnell zuhört. Wenn jemand eine Grenze zieht, um sie auszugrenzen, ziehen Sie eine noch größere Grenze, um ihn mit einzuschließen. Sie müssen sich hinsetzen und mit ihnen reden, auch wenn Sie sie hassen. Langsam reden, schnell zuhören. Darin liegt die wahre Kraft. Dieser Gottesdienst heißt Hour of Power, Stunde der Kraft. Sind Sie bereit für etwas Kraft? Hier ist sie. Die wahre Kraft liegt im Zuhören. Wenn Sie zuhören, sind Sie in der Kraftposition. Das ist so, als wenn zwei Autos nebeneinander stehen. Eines ist ein alter Honda aus den 80er Jahren. Er hat etwa 150 PS und einen riesigen Auspuff. Er macht... Dann fährt daneben ein Tesla vor. Ein Tesla mit 1000 PS. Er ist ungefähr so laut wie ein Golfmobil. Welcher hat mehr Power? Ich sage es Ihnen, es ist der leise. Wenn Sie in einen Raum gehen, wo alle Leute schreien, und eine Dame oder ein Herr sitzt in einem Stuhl und hört selbstbewusst zu, dann sage ich Ihnen, wer Kraft hat. Es ist der stille Mensch. Die Kraft liegt im Zuhören.
Man tut das aber nicht, um Macht über andere zu haben, sondern um ihnen Kraft zu geben, damit sie sich nicht mehr wütend oder unsicher fühlen und zuhören können. So viele Menschen fühlen sich unwichtig, ungehört, vernachlässigt. Schreien hilft da nicht. Es ist ein Dienst. Wie wäre es, wenn Sie sich in einer Sitzung mit Ihrem Team erst einmal anhören würden, was die anderen zu sagen haben, bevor Sie sagen, was Sie denken, wie es laufen sollte? Was, wenn Sie erst mal zuhören würden, wenn Ihre Kinder eine schwere Zeit durchmachen, bevor Sie eine Diagnose stellen oder die Probleme lösen, damit Sie sich wirklich von ihnen gehört fühlen? Wie wäre es, wenn Sie Ihrem Nachbarn zuhören würden, wenn er Sie wegen Ihres Parkplatzes oder wegen des Lärms, den Sie machen, anpöbelt, anstatt ihm zu sagen, was er oder sie alles falsch macht? Ich wette, das würde besser funktionieren. Wissen Sie warum? Ich würde sogar mein Leben darauf verwetten, weil ich mein Leben auf das Wort Gottes verwetten würde. Denn das ist es, was es uns lehrt. Seid langsam zum Reden, schnell zum Lieben, schnell zum Hören. Spielt dieses Spiel nicht mit. Spielt dieses Spiel nicht mit. Spielt nicht nach diesen Regeln. Lasst euch davon nicht korrumpieren. Erinnern Sie sich, was Jesus tat, als er bösen Menschen gegenüberstand, die ihn kreuzigen wollten? Er sagte, nichts. Ich mag dieses Bild in Rancho Capistrano. Ein großartiges Bild von Jesus, der von Pilatus verhört und verurteilt wird. Pilatus redet die ganze Zeit, Jesus hört zu. Was mir an diesem Bild gefällt, ist, dass Pilatus eindeutig auf Jesus herabsieht. Aber der Künstler macht deutlich, dass Jesus höher steht als Pilatus. Pilatus sieht nicht, was gerade wirklich passiert. Jesus befindet sich in der Machtposition. Das ist es, wo wir hinwollen. Wir wollen lernen, wie Jesus Christus zu sein und zuzuhören, bevor wir sprechen. Und ich verspreche Ihnen, dass dies der bessere Weg ist. Es ist viel besser, den Menschen zu vergeben und barmherzig zu sein und sich nicht so schnell zu ärgern, selbst wenn man völlig zu Recht wütend ist. Das ist die bessere Art zu leben. Fühlen Sie es. Fühlen Sie es. Tun Sie nicht so, als sei da nichts. Tun Sie nicht so, als sei es unbedeutend, aber vergeben Sie und gehen Sie weiter. Fühlen Sie es. Fühlen Sie sich verletzt. Gestehen Sie sich ein, dass es wehtut. Aber vergeben Sie und dann gehen Sie weiter. Oh Mann, wenn Sie das tun, bekommen Sie eine ganz neue Art von Macht. Sie werden wie Wasser. Sie werden wie Wasser. Einfach kein Problem. Sie sind gut. Sie sind startklar. Es gibt dazu eine lustige Geschichte. König Xerxes wollte in der Antike in Griechenland einmarschieren und baute eine Brücke aus Pontonbooten, um in Griechenland einmarschieren zu können. Aber das Wetter wurde schlecht und alle Pontonboote sanken. Er war so wütend, dass er 300 Männern befahl, das Meer mit Peitschen zu schlagen. Sie waren also alle draußen und peitschten das Meer. Dann peitschten sie es mit heißen Eisen und dann nahmen sie Handschellen und warfen sie ins Meer, um dem Meer zu zeigen, dass es unter der Knechtschaft des Königs von Persien stand. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich klingt das ziemlich dumm. Das klingt ziemlich dumm. Wäre es nicht großartig, mehr wie das Meer und weniger wie Xerxes zu sein? Wer ist mächtiger? Der große Kaiser Xerxes oder das Meer? Das letzte Mal, als ich es überprüft habe, war Xerxes schon lange tot, aber dem Meer geht es gut. Es schwimmt da einfach rum. Diese Peitschenhiebe und das ganze Zeug scheinen das Meer wenig zu stören. Es geht ihm gut. So kann es Ihnen auch gehen. Wenn wir lernen können, vor allem mit Worten einfach zuzuhören und unser Bestes zu tun, um der Person zu vergeben und dann weiterzumachen. Noch ein letzter Gedanke. Es ist schwer, Menschen zu vergeben, wenn man innerlich schon in Aufruhr ist. Vielleicht fühlen Sie sich niedergeschlagen und haben das Gefühl, dass Sie erniedrigt wurden, dass Sie an den Rand gedrängt wurden, dass Sie keine Kraft haben, dass Sie missverstanden wurden, dass Sie vielleicht etwas getan haben, wofür Sie sich schämen. Viele von uns fühlen sich so. Und ich möchte, dass Sie wissen, dass Gott Sie liebt und ich auch. Sie können das loslassen. Es ist schwer, Menschen zu vergeben, die Salz in ihre Wunden reiben, wie es ihre Mutter oder ihr Vater oder ein verrückter Onkel oder wer auch immer schon getan hat. Es ist schwer, das zu vergeben. Es ist schwer, entspannt zu bleiben, wenn man das Gefühl hat, verurteilt zu werden. Es ist schwer, unbeschwert zu sein, wenn man viele Schuldgefühle hat oder etwas in der Vergangenheit getan hat, von dem jeder weiß und das einem wirklich peinlich ist.
Ich möchte, dass Sie wissen, dass Jesus Christus gestorben ist, damit Sie einen Neuanfang haben können. Gottes Wort ist größer als das Wort der Welt. Gottes Wort ist größer als die Worte Ihrer Familie. Es ist größer als das Wort von jedem. Sein Wort über Sie lautet, Sie sind geliebt, Ihnen wurde vergeben, Sie sind eine neue Schöpfung. Man hat nicht viele Gelegenheiten, Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen. Menschen hassen es, Entscheidungen zu treffen, weil sie alle mit Verzicht verbunden sind. Aber ich möchte Sie ermutigen, treffen Sie heute eine Entscheidung für Jesus Christus. Folgen Sie ihm und lassen Sie diese Dinge los. Und Sie werden vom Heiligen Geist die Kraft erhalten, Menschen zu lieben. Falls Sie sich vom Glauben abgewandt haben, möchte ich, dass Sie jetzt eine Entscheidung treffen, um zu Gott zurückzukehren. Tun Sie es auf Ihre eigene Weise, aber kommen Sie heute zu ihm zurück. Ich möchte Sie dazu ermutigen, das zu tun. Wenn Sie das getan haben, dann melden Sie sich bei Hour of Power. Ich möchte Ihren Namen erfahren, damit ich für Sie beten kann. Wir werden für Sie beten und für Sie da sein. Aber ich glaube, dass das Wichtigste, was wir in unserem Leben tun können, ist, unser geistliches Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Und dann läuft alles andere besser. Vater, wir lieben dich. Und wir danken dir, dass deine Wege glücklicher, fröhlicher und besser sind. Dass du uns echte Werkzeuge für ein erfolgreiches, sinnvolles, gutes Leben gibst. Für bessere Ehen, bessere Arbeit, bessere Kirchen, bessere Schulen, für eine bessere Regierung. Herr, wenn wir die Dinge auf deine Weise tun, geht es besser. Lass uns die Ersten sein, die es richtig machen. Wo auch immer wir sind, in welchem Bereich wir uns befinden, wir vertrauen auf deine Wege. Deine Wege sind gute Wege. Wir lieben dich und wir danken dir. Wir beten im Namen Jesu und alle sagen Amen. Und nun möge der Herr euch segnen und behüten. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Antlitz über euch und gebe euch seinen Frieden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freundin, lieber Freund, wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit uns Gottesdienst gefeiert und sich mit uns zusammen mit dem Thema Gott hat die besten Lösungen beschäftigt haben. Gott liebt Sie so, wie Sie sind. Darauf soll sich Ihr ganzes Leben ausrichten. Aber wenn Sie mit Gott leben, brauchen Sie Geduld. Denn manchmal braucht es Zeit, bis Gott handelt. Dies sollte Sie allerdings nicht einschüchtern, da die Bibel sagt, dass Gottes Lösungen besser sind als die Lösungen der Welt. Haben Sie die Geduld, auf Gottes Eingreifen und seine Lösung für Ihr Leben zu warten? Eine herausfordernde Frage für jeden von uns, die wir uns auch täglich immer wieder neu stellen müssen. Wenn Sie dazu weitere Fragen haben oder Rat brauchen, dann sind wir sehr gerne für Sie da. Melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Es ist schön, dass Sie ein Teil von Hour of Power sind und mit uns Gottesdienst gefeiert haben.
denn Hour of Power ermutigt, verbindet und berührt. Haben Sie heute das erste Mal mit uns Gottesdienst gefeiert und haben das erste Mal Hour of Power erlebt? Dann tun Sie es doch gleich noch einmal. Wenn Sie sich noch nie bei uns gemeldet haben, schenken wir Ihnen die DVD oder die Audio-CD des heutigen Gottesdienstes. Erleben Sie diesen Gottesdienst zum Thema Gott hat die besten Lösungen noch einmal. Und wir freuen uns sehr, von Ihnen zu hören. Hat Ihnen dieser Gottesdienst gefallen? Hat die Predigt Sie aufgebaut und Sie möchten diesen Gottesdienst von Hour of Power noch einmal erleben? Mit einer DVD des Gottesdienstes oder der Audio-CD haben Sie dazu die Gelegenheit. Bestellen Sie die DVD und die Audio-CD direkt bei Hour of Power und genießen Sie diesen Gottesdienst immer wieder. Ich habe noch folgende Worte von Bobby Schuller aus dem Gottesdienst in den Ohren. Vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie vom ersten Tag an so liebt, wie Sie sind, nicht wie Sie sein sollten, und richten Sie Ihr ganzes Leben danach aus. Ist das nicht eine großartige Zusage aus diesem Gottesdienst? Und diese Botschaft verkünden unsere Gottesdienste. Und Sie sind ein wichtiger Teil von Hour of Power. Sie sind die Basis unserer Gottesdienste. Und ohne unsere Spender könnten wir die Gottesdienste auch nicht ausstrahlen. Deshalb bitte ich Sie, helfen Sie uns, die Kosten unter anderem für Übersetzung, Miete, Personal und Internet zu bezahlen. Dank Ihrer Hilfe können wir gemeinsam durch die Gottesdienste von Hour of Power wachsen und Sie dabei unterstützen, Ihren Alltag voller Leben zu gestalten. Danke, wenn Sie sich ein Herz fassen und die Arbeit von Hour of Power finanziell unterstützen. Wir können diese Arbeit nur tun, wenn Sie dabei helfen. Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende. Danke für Ihre Unterstützung. Nur gemeinsam können wir die Gottesdienste auch weiterhin für Sie bereitstellen. Vielen Dank. Und hier schon einmal ein kleiner Vorgeschmack, wie es nächste Woche hier bei Hour of Power mit Bobby Schuller weitergehen wird. Nächste Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema »Dein Denken bestimmt dein Ergebnis«. Gottes Wille für Sie ist, dass Sie eine gute Lebenseinstellung gewinnen, mit der Sie Ihre Ziele erreichen. Bobby Schuller zeigt Ihnen 3 Schritte, wie Sie mit Hilfe der Bibel, etwas Übung und vor allem mit Gottes Kraft ein erfülltes und erfolgreiches Leben führen können. Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienst, der ermutigt, verbindet und berührt. Dein Denken bestimmt dein Ergebnis. Wieder ein neues, ermutigendes Thema für Sie. Schalten Sie ein. Ihre Lebenseinstellung sollte darauf ausgelegt sein, Ihre Ziele zu erreichen. Hören Sie mehr darüber beim nächsten Mal bei Hour of Power mit Bobby Schuller. Und ich wünsche Ihnen bis dahin Gottes Segen für jede Herausforderung Ihres Lebens. Bis nächste Woche bei Hour of Power. Und vergessen Sie nicht, Gott liebt Sie und wir auch.